Sie sind dominant, aggressiv und dulden vor allem keine Konkurrenz neben sich. Ihre Revier verteidigen sie gnadenlos gegen andere. Nilgänse. Seit den 70er Jahren vermehren sie sich auch hier bei uns in Deutschland rasant. Dabei vertreiben sie nicht nur einheimische Vögel, sondern sorgen auch mit ihren Hinterlassenschaften für Ärger. Hohe Beine, dunkle Augenflecken und eine braune Rosette um den Hals. In zahlreichen deutschen Städten sind die Nilgänse inzwischen heimisch geworden. Es sind vor allem die Parks, in denen die Neubürger sich wohlfühlen und ihre Zeichen hinterlassen. Der städtische Lebensraum, dort wo die Menschen sind, ist für die Nilgänse ideal. Sie haben dort weniger Feinde, sie haben ideale Lebensbedingungen, sie haben warme Gewässer, sie haben viel Nahrung, die Menschen werfen sehr viel weg, sie füttern aber auch gezielt. Also das ist eine absolute Komfortzone. Und diese Komfortzone besetzen die Nilgänse mit Nachdruck. Vor allem in den Städten entlang der Flüsse Rhein, Main, Neckar. Kein Wunder also, dass sich an den fremden Schönlingen die Geister scheiden. Man sieht es ja, dass die Nilgänse so in den letzten Jahren sehr, sehr zugenommen haben. Und auch die Stockenten, beziehungsweise die heimischen Tiere oder Enten am Ufer, am Mainufer unten, total verdrängt haben. Und verschmutzen natürlich auch die Wege. Ich finde das wunderbar, dass die hier so quasi sich aufhalten, weil ich Tiere mag und gerade auch Nilgänse. Und ich finde, die gehören hierher. Da haben wir beobachtet, wie die Nilgänse die Stockenten, die Jungen, untergetaucht haben. Was also tun mit den Eindringlingen? Gewähren lassen? Freigeben zur Jagd oder einfach ihre Eier stehlen? Vorschläge gibt es viele, aber noch sagen Experten, Ruhe bewahren und die Gans ganz in Ruhe beobachten. Bis heute gibt es keinen Beleg, dass die Nilgans die biologische Vielfalt gefährdet. Was wir natürlich von anderen Arten kennen, die am Anfang eine relativ starke Ausbreitung zeigen, weil der Lebensraum einfach neu ist und sich die Konkurrenten auf diese Art auch noch nicht eingestellt haben und dass es sich später dann doch wieder herunterregelt. Und auch Vogelschützer plädieren für Gelassenheit und mehr Fantasie. Denn eigentlich sei es gar nicht so schwierig, den Gänsen die von anderen Vögeln und erholungswilligen Menschen so gerne genutzten Wiesen zu vermiesen. Hier kann man sehr schön die Problemzone sehen. Hier ist alles kahl, hier sind Betonplatten hier und hier ruhen die Nilgänse, genauso wie hier in diesem ganz kurz geschnittenen Rasen. Das lieben die Gänse, so ist das auch in Afrika. Und würde man einfach das Gras höher wachsen lassen und nur Wege, Pfade zum Wasser lassen, dann wären wahrscheinlich auch gar keine Nilgänse mehr da. Hohes Gras, Vogelscheuchen, Knallkörper und Dauerlärm auf dem Feld. Gärtner Rainer Schecker hat alles versucht, um die gefräßigen Gänse loszuwerden. Ohne Erfolg. Kurz bevor er pleite ging, hat er seine Anbauflächen dann von draußen nach drinnen verlegt. Nur im Gewächshaus sind seine Pflanzen vor den gierigen Gästen sicher. Wir sind den Gänsen gar nicht Herr geworden. Wir haben den Anbau im Freiland komplett eingestellt. Dann war die Nahrungsgrundlage für die Gänse nicht mehr vorhanden. Und dann waren sie weg. Natürlich für uns sehr schlecht. Wir mussten den kompletten Betrieb, die komplette Betriebsstruktur umstellen. Von Gemüsebau nur noch auf Kräuteranbau und auch nur noch hier oben im Stammbetrieb. Haben uns als zweites Standbein ein kleines Kaffee geschaffen und versuchen jetzt halt so über die Runden zu kommen. Egal ob Gärtner oder Stadtbewohner, Spaziergänger oder Badeurlauber, einfach ist es nicht, sich mit der Nilgans zu arrangieren. Aber es muss wohl sein, denn weggehen werden die Gänse nicht mehr. Dazu ist es in Deutschland einfach zu schön.